Wer war der Mann, der beinahe Händel umbrachte? Heute geht es um einen gemeinsamen Bekannten von Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel, um den Musiktheoretiker, Musiker und Komponisten Johann Mattheson. Er wurde im selben Jahr wie Telemann und 4 Jahre vor Händel geboren, nämlich 1681. Aber während die beiden anderen nach Hamburg zuzogen, Händel 1703 noch völlig unbekannt, Telemann 1721 immerhin schon mit klingendem Namen, gehörte Mattheson als gebürtiger Hamburger fest zur Stadtgesellschaft. Sein Vater war Akziseeinnehmer, also Steuereintreiber. Den kannte wohl jeder. Und für den Vater war klar, dass der Junge Anwalt werden sollte. Auch das verbindet die drei. Ihre Eltern wollten Juristen und bekamen Musiker. Und dabei hatten sie viel investiert. Griechisch und Latein lernten alle natürlich in der Schule. Telemann wurde sogar in den Harz geschickt, um nicht vom Magdeburger Musikleben abgelenkt zu sein. Mattheson besuchte schon als 9-Jähriger juristische Vorlesungen. Aber er lernte neben der Schule auch Tanzen, Reiten und Fechten. Dann natürlich Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch. Und auch die Musik kam nicht zu kurz. Er lernte das halbe Orchester zu spielen. Er wurde in Gesang, Cembalo und Orgel, Violine, Gambe, Blockflöte, Oboe, Laute und natürlich Komposition unterrichtet. Im selben Alter, also mit 9, stand er auch das erste Mal auf der Bühne der Oper am Gänsemarkt. Und die ließ ihn nicht mehr los. Die Gänsemarktoper war nur um weniges älter als Mattheson und Telemann. Sie wurde 1677 an der Binnenalster gebaut. Und das ist ganz schön schlau, denn Theater brannten damals extrem oft ab. Sie war das erste städtische Theater und, neben Leipzig, die wichtigste bürgerliche Bühne im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts. Leider waren die Operndirektoren dabei nicht so unabhängig, wie man hoffen könnte. Die Oper wurde nicht öffentlich finanziert. Das Geld kam von reichen Bürgern und Adligen. Und die bestimmten auch das Programm mit. Viele Libretti hatten einen Huldigungsbezug. Außerdem musste sich das Haus rechnen. Da war die Auslastung nicht unwichtig. Deshalb gab man sich die größte Mühe, das Publikum zu begeistern. Der Spielplan bot für jeden was: Ernstes und Fröhliches, Volkstümliches, auch gern mal auf Platt. Und in Kaisers Störtebeker kam sogar Schweineblut zum Einsatz, damit es besonders realistisch wird. Nach weniger als 100 Jahren war das Haus allerdings so abgewirtschaftet und baufällig, dass es abgerissen wurde. Mehr Infos zur Gänsemarktoper finden Sie auf dem kleinen, feinen Kanal von Ilja Dobruschkin. Mattessons musikalische Karriere begann, wie erwähnt, sehr früh. Besonders Reinhard Kaiser, der ab 1697 Kapellmeister der Oper wurde, förderte ihn und bildete ihn aus. Um die Jahrhundertwende komponierte Mattheson immer mehr Opern. Die Hauptpartien sang er oft selbst und die Aufführung leitete er auch ganz gern. Und da kommt Händel ins Spiel. Ab 1703 war er auch in Hamburg und als Musiker an der Gänsemarktoper engagiert. Eigentlich verstanden die beiden sich ganz gut, auch wenn sich Mattheson zeit seines Lebens mehr Aufmerksamkeit von Händel gewünscht hätte. Sie waren sogar zusammen nach Lübeck gereist. Dort war nämlich die Stelle von Dietrich Buxtehude zu haben. Allerdings war diese an die Hochzeit mit dessen Tochter geknüpft. Da lehnten beide doch dankend ab. Genauso wie Johann Sebastian Bach übrigens. Und ich denke mir jedes Mal, was ist das für eine arme Frau, die so in die Musikgeschichte eingeht? Und dann stand 1704 Mattessons Oper Die unglückselige Kleopatra auf dem Spielplan. Er selbst sang Marcus Antonius, natürlich die Hauptpartie. Während er auf der Bühne war, leitete Händel vom Cembalo aus die Aufführung. Nach seinem Bühnenselbstmord wollte Mattheson wie gewohnt die Leitung wieder übernehmen. Aber Händel weigerte sich, den Platz zu räumen. Das führte zu so großem Streit, dass Mattheson eine Ohrfeige fing und Händel daraufhin zum Duell aufforderte. Nach der Vorstellung ging es zur Sache. Wer weiß, ob wir heute einen Messias und unzähliges mehr hätten, wenn, ja wenn, nicht ein großer Jackenknopf oder eine Partitur die Klinge aufgehalten hätte. Die Klinge zerbrach, man versöhnte sich. Halleluja. Danach mussten die beiden nicht mehr lange das Revier teilen. Mattheson verließ die Oper 1705 und 1706 ging Händel dann nach Italien und später natürlich nach London. Mattheson blieb, abgesehen von vielen Reisen, sein Leben lang in Hamburg. Er muss echt ein streitlustiger Charakter gewesen sein. Das Duell war nicht sein einziges und Geschichten über seine Konflikte füllen ganze Kapitel.
In der folgenden Zeit verschlechterte sich sein Gehör immer mehr, weshalb er auch einige spannende Kirchenmusikerstellen, die ihm angetragen wurden, nicht annahm. Auf die Stelle als Kantor der Hamburger Hauptkirchen bewarb er sich erst gar nicht. So war Platz für Georg Philipp Telemann, der übrigens zwischenzeitlich nebenbei auch an der Gänsemarktoper arbeitete. Zu ihm und zu seinen Aktivitäten habe ich einige Filme auf meinem Kanal. Matheson ging stattdessen in die Politik. Er wurde Sekretär des englischen Gesandten und reiste teilweise stellvertretend für diesen an verschiedene Höfe oder verfasste die wöchentlichen Berichte an den englischen Hof. Musiker war er nun nur noch im Nebenberuf, das allerdings auch als Kapellmeister am Hamburger Dom. Unter seiner Leitung sang übrigens 1716 das erste Mal Sängerinnen in einer Hamburger Kirche. In den 1730ern wurde er endgültig taub. Das ging also nicht nur Beethoven so. Musik konnte er nun nicht mehr machen. Deshalb verlegte er sich völlig aufs Schreiben. Und dafür ist er ja heute auch noch bekannt. Angefangen hatte er schon 1713 damit, als er die erste deutschsprachige Wochenzeitschrift begründete, den Vernünftler. Nun veröffentlichte er musiktheoretische und musikkritische Schriften. Er wurde schnell zur leidenschaftlich bekämpften und kontroversen Autorität auf diesem Gebiet. Sein Hauptwerk, Der vollkommene Kapellmeister, erschien 1739. Darin schreibt er über Aufführungspraxis, Verzierungslehre, Instrumentenkunde und Musiktheorie, aber auch über musikalischen Geschmack. Es ist ein Handbuch für angehende Kapellmeister und wurde schnell zu einem Must-Have in der Szene. Sogar für Joseph Haydn. 1740 veröffentlichte er die Ehrenpforte, ein Buch, in dem er die Biografien von 149 Komponisten sammelte. Händel sollte eigentlich auch mit rein, lieferte aber keinen Text. Genauso wenig wie Johann Sebastian Bach. Matheson schätzte Händel also noch immer. Er brachte übrigens die Übersetzung von Händels erster Biografie auf Deutsch heraus. Allerdings mit einigen bissigen Kommentaren. Telemann blieb als umtriebiger Kollege und Mithamburger bis ins hohe Alter in seiner Nähe. Und beide wurden für ihre Zeit extrem alt. Zu Mattessons Trauerfeierlichkeiten 1764 führte Telemann dessen letzte Komposition auf. Er hatte das fröhliche Sterbelied schon 1756 völlig taub geschrieben. Die Feier fand im Hamburger Michel statt, der 1750 abgebrannt und wieder aufgebaut worden war. Der Nachlass der kinderlosen Mattessons ging in den Neubau der Orgel. Nicht zuletzt deshalb liegen Johann Matteson und seine Frau in der Krypta des Michel.